Freunde, wir haben uns heute mal ganz lecker Zimtschnecken gemacht, ganz schnell mit Blätterteig. Wir zeigen euch, wie es geht. Bleibt dran, viel Spaß. Wir haben festgestellt, dass wir für heute Nachmittag keinen Kuchen mehr haben. Und was ist da schneller zu machen, als einfach aus Blätterteig schnell was zaubern? Und wir machen uns heute mal Zimtschnecken aus fertigem Blätterteig. Dafür brauche ich den, muss ich den erstmal aufschneiden. Auf dem Blätterteig verteilen wir dann schön weiche Butter. Ich habe die über Nacht einfach aus dem Kühlschrank genommen und stehen lassen. Jetzt können wir das hier schön verteilen. Erstmal alles damit einstreichen. Darauf kommt dann jetzt eine Mischung aus Zucker und Zimt. Habe ich immer mal stehen für Milchreis oder solche Sachen, dass man das gleich benutzen kann und nicht erst anrühren muss. Man macht sich sowieso immer viel zu viel davon. Also kann man das auch gleich noch in ein Glas füllen und aufheben. Wird ja nicht schlecht. Es wird erstmal überall Zucker und Zimt drauf gemacht. Es geht so einfach und schnell. Man ist einfach viel zu blöd. Man macht viele Sachen ja nicht so oft, obwohl es so schnell geht. Und lecker ist. Und lecker ist, ja. Und jetzt rollen wir das einfach schön zusammen. Die ersten rollen ja nicht so einfach, die ersten Umdrehungen hier. Na komm. So, dann haben wir unsere Schneckenform schon mal. So, jetzt muss man nur noch Schnecken ausschneiden. Das ist alles. Das ist alles. Das ist ja eigentlich schon fertig. Ja. So müssen wir backen. Ja. So, jetzt geben wir das Ganze in den Airfryer. Ach, das auch noch. Soll ja einfach sein. Naja, und schnell. Einfach und schnell. Ohne Aufwand. Zeitsparend. Ja. So, ich habe da unten jetzt einfach ein bisschen Backpapier mit reingelegt, damit das vielleicht nicht alle zu fest klebt. Ich werde mal da hinten noch was hinlegen. So, wir haben uns überlegt, wir machen oben noch eine Flocke Butter drauf. Butter kann nie so viel sein. Und dann wird es einfach bloß gebacken. Ich hoffe, das zerschmilzt denn alles so richtig. Naja, muss ja. Kommt ja Hitze drauf. Warum sollte nicht zerschmelzen? Bin mal gespannt. Jetzt kommt das Ganze in den Airfryer rein. Anschalten. Jetzt kann man entscheiden, machen wir es bei Airfry oder Bake. Wir nehmen heute mal Backen. 180 Grad. Für 18 Minuten, 15 Minuten, 15 reichen und anschalten. So, und dann geht das ganz von alleine. Wie lange? 15 Minuten. Unsere Schnecken sind dann jetzt fertig gebacken. Die sind jetzt nicht wahnsinnig aufgegangen. Ich weiß nicht, was das mit unserem Blätterteig hier immer ist. Aber reicht, die schmecken auf jeden Fall, kann man essen. Und ja, wir haben jetzt was zum Kaffee. Probiert's aus, geht ganz schnell. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten und coolsten Sachen, die wir finden oder machen. Mal ein ganz schnelles, kleines, naja, Küchlein zum Kaffee. Mmh, lecker, lecker.